Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit der 60. Folge. Hey, eine glatte Zahl von Barlo spielt. Ich habe die Fragen, eure Fragen, ein bisschen vernachlässigt in den letzten Folgen und dieses Mal haben wir nicht viele Fragen von euch, sodass ich die alle beantworten kann. Und das ist eine gute Sache. Also, mal abgesehen von den Kommentaren zu meinem gestrigen Thema, wo es noch um das Spiel Deutschland-Algerien ging, was wir ja mittlerweile hinter uns... Oh Mann, ich hasse Warner. Hätte ich eigentlich, ich habe nicht drauf geachtet, hätte ich die Dings nehmen können, die, habe ich überhaupt die Potion? Kool-Aid? Habe ich. Hatte ich schon AP verloren? Vermutlich hätte ich sie nehmen können. Aber ich glaube, ich werde mich nie dran gewöhnen, dass ich das, noch als Mittel habe, um aus ganz brenzlichen Situationen rauszukommen. Also wie dieser, dass ich neben einer Explosion stehe und eingemauert bin. Aber egal, es hat doch auch einen höheren Unterhaltungswert, wenn ich das ein oder andere Mal das Zeitliche segne. M. Grundmann. Oh, ist das jetzt dein kompletter Name und ich habe deinen Nachnamen verraten? Andererseits steht er auf YouTube, von daher kann ihn ja sowieso jeder nachlesen unter dem letzten Video. Hat mich gefragt. Meine Frage, warum meckerst du so gerne an den Kröten rum? Die Signaturspells sind ja jetzt nicht so schlecht und bei dir ploppen da ewig Millionen auf, also bitte. Oder aber erkläre es mal, damit ich es auch verstehe. Und probiere den PTR aus mit Tierdrifts. Mich würde interessieren, wie weit man so kommt mit meinem Gear und Skill. Also mit meinem Gear. Kleiner Scherz. Nein, aber ernsthaft, ich beanspruche, glaube ich, bei ganz, ganz wenigen Spielen Skill zu haben, weil ich es bei ganz, ganz wenigen Spielen habe. Ich suche mir eigentlich immer auch die Spiele aus, bei denen man wenig, möglichst wenig Skill braucht, weil es mir keinen Spaß macht, etwas zu spielen, das Skill verlangt. Ich mag es nämlich, mit der Theorie auseinanderzusetzen und somit das Skill Requirement, also die Anforderung an Skill, den man braucht, auf ein am Minimum zu reduzieren. Ich werde vermutlich nicht viel Zeit haben, auf dem PTR zu spielen, weil momentan ja auch noch die Warlords of Draenor Beta läuft und es so langsam aber sicher mal in Richtung geht, dass man relativ stabil spielen kann. Auch wenn es noch nicht extrem viel zu tun gibt. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen die Zeit nachholen, in der es nichts zu spielen gab, um dann mal das ein oder andere weitere Video dazu machen zu können. Ich habe leider bisher nur 3 kleine Videos gemacht. Möchte da auf jeden Fall auch in Zukunft mehr machen. Also das dazu, dass ich vermutlich nicht den Beta-Server von Diablo 3 spielen werde, weil für mich dann doch Warlords of Draenor wichtiger, vor allen Dingen aber auch interessanter ist. Weil ich glaube, dass ich insgesamt in WoW doch mehr Zeit verbringen werde, auf jeden Fall aber in der Vergangenheit mehr Zeit verbracht habe, als das bei Diablo der Fall sein wird. Was nichts über die Qualität des Spiels aussagt, also für mich sind beides fantastische Spiele, aber von einem Spiel wie Diablo erwarte ich eigentlich auch gar nicht, dass es mich so lange fesselt oder fesseln kann wie WoW. So, das war's eigentlich schon. Ich habe die Antwort gerade so gegeben, als würde jetzt noch ein großer weiterer Teil, ein zweiter Teil kommen, tut's aber nicht. Aber es gibt noch einen zweiten Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage ist, was ich an den Kröten nicht mag. Es geht nicht darum, was ich die nicht mag. Die Kröten machen einfach insgesamt nicht viel Schaden. Die Zahlen, die du hier aufploppen siehst, die Millionenwerte sind von den Pets, also die hohen Millionenwerte. Die Kröten-Ticks sind hier so im 1-Millionen-Bereich oder so. Ich müsste gleich mal gucken, ob ich irgendwo mal was finde, auf dem ich die Kröten rum eiern lassen kann, wo man das sieht. Sie machen nicht sehr viel Schaden. Und sie haben einen sehr, sehr kleinen Radius und ich muss stehen bleiben, um sie zu casten. Plus, sie machen nicht die Schadensart, zu der ich einen Schadensbonus habe, der bei mir aber auch nicht hoch ist insgesamt. Ich glaube, ich habe nur 2 oder 3 Items mit einem Bonus auf eine Elementarschadensart und eben nicht die Elementarschadensart, die Kröten haben, sondern physischen Schaden zurzeit. Und das sorgt dafür, dass diese Kröten halt nicht wirklich dazu gut sind, irgendwas kaputt zu bekommen. Also man kann das ganz gut in den wenigen, nicht in den wenigen, aber in den Videos sehen, wo ich mal Cooldown habe auf die Pets und die Pets komplett nicht benutzen kann. Da werdet ihr mich rumlaufen sehen und die HP der Mobs nicht verschwinden, bis ich dann wieder die Pets rufen kann.
Ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, vermutlich gibt es irgendwelche Möglichkeiten, halbwegs vernünftig mit den Signatur-Spells spielen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Kombination von den explosiven Kröten zusammen mit Renews Flare oder so irgendwie halbwegs funktionieren kann. Aber zumindest für einzelne Targets ist es halt kein Vergleich zu den kleinen Fetischen, die halt wirklich den Vorteil haben, gerade wenn ich wie jetzt Star Metal Kukri benutze, habe ich sie wirklich fast immer zur Verfügung, auch wenn sie mal zwischendurch sterben. Und gehen viel, viel geringeres Risiko ein, weil ich mich uneingeschränkt bewegen kann, während die Fetische trotzdem angreifen. Also uneingeschränkt ist nicht ganz richtig, weil irgendwann porten sie sich hinter mich, wenn ich zu weit weglaufe. Aber das passiert erst ab einer Reichweite, auf die auch kein Spell mehr reichen würde. So, also das, lange Antwort dazu. Balo, kannst du mir einmal kurz den Unterschied zwischen dem Barbaren und dem Crusader erläutern, vom Schaden her? Nee, schwerlich. Also, ich habe beide halt einfach viel zu wenig gespielt, um da irgendwas Vernünftiges zu sagen zu können. Also vom Equipment ist der Hauptunterschied, dass du beim Crusader normalerweise immer mit einem Schild rumrennen wirst und oft mit einer Zweihandwaffe dann in einer Hand. Mag auch sein, dass es Einhandwaffen gibt, die man in gängigen Crusader-Specs benutzt. Dazu kann ich dir aber leider nicht viel sagen, weil ich kein Crusader spiele und von daher überhaupt nicht weiß, was im Moment die gängigen Crusader-Specs sind. Selbst beim Witch Doctor ist es so, das habe ich ja auch schon in etlichen Videos gesagt. Beziehungsweise ich sage es eigentlich auch immer wieder gerne, also es ist nicht so, dass mich das stört, das zu sagen, dass ich einfach diese Pet-Specs liebe und von Beginn an den Witch Doctor auch in Vanilla nur erstellt habe, in der Hoffnung, mal so eine Pet-Spec spielen zu können, was lange Zeit nicht wirklich gut der Fall war. Und umso happier bin, umso glücklicher bin natürlich, dass es mittlerweile geht. Gott, heute haben meine Vokabelfindung auch so ein bisschen Durchfall. Ihr mögt es mir entschuldigen, ich habe irgendwie nicht viel gepennt. Ja, also es tut mir leid, ich bin nicht der Beste, um dir da den Unterschied zu erklären. Vor allen Dingen, vermutlich hast du da einen bestimmten Hintergedanken. Zum Beispiel, welche Klasse dir mehr Spaß machen würde zu spielen. Und ich denke, da wird es dann davon abhängen. Das Gear, glaube ich, dürfte recht ähnlich aussehen, bis auf halt ein paar spezifische Items. Obwohl, das heißt ein paar. Vermutlich wird es im Endgame-Bereich wird's nur noch spezifische Items sein. Aber letztlich wird es halt um die Spec gehen, ob die Spec einem Spaß macht. Wie ich halt sage, bei dem Witch Doctor, mir macht wirklich nur diese Spec hier Spaß. Wenn ich diese komische Dot-Spec spielen würde, komisch ist natürlich nur, weil ich die Spec nicht mag, sie ist natürlich nicht komischer als diese Spec hier auch, aber wenn ich diese Dot-Spec spielen würde, dann wird mir das einfach keinen Spaß machen, obwohl es dieselbe Klasse ist. Vielleicht kann ja irgendjemand in den Kommentaren einen Tipp dazu geben, was er dir eher empfiehlt oder empfehlen kann. Oder du präzisierst nochmal die Frage oder den Hintergedanken, was die Frage ist. Vermute ich, schätze mal, überlegst du, ob du eine von beiden Klassen spielst und welche besser für dich geeignet ist. Gold, 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 Gold. So, was haben wir noch für einen Kommentar? Der übrigens von Expend und so, von YouNoob. Erstmal die Zurechtweisung dafür, dass ich schon wieder über die WM reden musste, anstatt über Diablo und deshalb keine Fragen beantwortet hat. Entschuldigung. Ich kann mich da einfach manchmal nicht zurückhalten. Bei manchen Themen. Also bei einer Fußball-WM ist so ein Thema. Nicht, dass ich mich da nicht zurückhalten kann, aber manchmal muss ich darüber einfach reden. So, und bevor ich jetzt hier wieder explodiere, muss ich kurz auf den Bildschirm schauen, also hier auf diesen Bildschirm schauen, bevor ich auf dem anderen Bildschirm nochmal deine Frage lese. Gott, wie war Gaming eigentlich ohne zwei Bildschirme? Ich glaube, wenn ihr mich fragen würdet nach der für mich persönlich besten Entwicklung in Sachen Gaming, abgesehen davon von Online-Gaming, was ja nun schon eine Weile her ist, beste Gaming-Entwicklung der letzten 10 Jahre für mich persönlich sind zwei Bildschirme. So,
Wie funktioniert das eigentlich mit Begleitern? Bringt die Mainstat vom Begleiter auch dem Char etwas? Gibt es zwingende Klassenbegleiterkombinationen? Zu beidem nein. Ganz einfach. Die Mainstats bringen dir, du hast Stärke auf deinem Begleiter, spielst einen Barbaren, der auch Stärke hat. Deswegen hat dein Barbar nicht mehr Stärke. Und profitiert davon auch sonst unmittelbar nicht. Mittelbar natürlich, weil der Begleiter stärker wird. Aber unmittelbar nicht. Und zum Zweiten, ob es Pflichtkombos gibt. Es mag sein, dass es irgendwelche speziellen Specs und Spielweisen gibt, die sehr, sehr gut zu einer bestimmten Art von Begleiter passen. Aber ansonsten würde ich sagen, nein. Also ich habe auch auf T6 mit verschiedenen Begleitern gespielt. Ich mochte den Scoundrel nie, deswegen habe ich nie mit dem Scoundrel gespielt. Aber ansonsten habe ich mit dem... Oh. Sowohl, da habe ich doch ein bisschen gedacht, ich wäre ein bisschen weiter weg. Aber abgesehen vom Scoundrel habe ich mit den anderen beiden gespielt. Interessieren euch eigentlich so... Ups, ein kleines Bäuerchen ausgerutscht. Interessieren euch eigentlich so nutzloses Wissen, so irgendwelche Fakten, die eigentlich keinen interessieren und aus irgendeinem ganz speziellen Gebiet kommen, aber irgendwo doch unterhaltsam sind? Ich finde sowas ja immer cool. Würde mich interessieren, wie ihr sowas findet. Falls euch das nämlich interessieren sollte, glaube ich, werde ich in Zukunft obwohl ich weiß noch nicht, ob in diesen Videos oder in anderen Videos oder in komplett eigenen Videos mal so nutzlose Fakten einbauen. Zum Beispiel die, dann beenden wir dieses Video damit, dann könnt ihr mir sagen, ob ihr das allgemein interessant findet, damit ihr so eine Idee habt, wovon ich gerade rede. Zum Beispiel der Fakt, der hat jetzt wieder mit Fußball zu tun, zumindest mittelbar, nein, ja doch, mittelbar. Ein Fußballer, nämlich Toni Schumacher, ist im Jahr 1982 von einer französischen Zeitung bei einer Leserumfrage auf Platz 1 gekommen nach der Frage des schlimmsten Deutschen, wer der schlimmste Deutsche ist. Er hat damit Adolf Hitler auf Platz 2 verwiesen. Grund war ein Foul von Schumacher an Patrick Battiston im WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich. Habe ich gestern irgendwo gelesen und fand das irgendwie interessant, die Vorstellung, dass Hitler auf Platz 2 bei der Umfrage nach dem schlimmsten Deutschen landet, hinter Harald Schumacher. Habe ich eben Michael Schumacher gesagt? Falls ja, keine Kommentare, schreit mich nicht an deswegen, meckert mich nicht an. Ich meinte natürlich Harald Toni Schumacher und nicht Michael Schumacher, falls ich Michael gesagt haben wollte. Harald Toni Schumacher, schlimmer als Hitler, laut den Franzosen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag und sage, gebt mir Fragen oder Antworten. Ich habe ja auch selber ein paar Fragen gestellt und wünsche euch alles Gute. Bis denn, bis morgen. Tschüss, euer Onkel Barlow.